Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Mine Colony hier auf Deras Channel. Ich werde als erstes mal hier mich schnell nach oben verkriechen und mal schlafen gehen, weil es ist Nacht und die Nacht ist eine gefährliche Zeit. Ach, alle Fenster kaputt, ich muss hier Reparaturarbeiten leisten, aber... Halt, stopp, erst muss ich natürlich mich um meine Kolonie kümmern. Die hat absolute Priorität nach wie vor, denn es wird immer schnuckliger da unten, würde ich sagen. Also so langsam erblüht das Ganze doch. Was steht da hinten? Achso, stimmt, das sind die zwei Holzfäller. Den einen muss ich vielleicht mal noch abreißen. Da unten ist eine Skelettparty im Tümpel. Was ist das da eigentlich? Achso, da... Oder angefangen was zu... Oh, vielleicht muss ich da mal schnell hin. Ah, jetzt würde ich vieles geben für ein Jetpack aus Zauberei und Maschinen. Das Ding ist echt so genial. Da gewöhnt man sich sehr schnell dran, einfach wie es beliebt durch die Gegend düsen zu können. Auch mal einfach überall einfach runterspringen zu können, ohne dass man sich direkt das Genick bricht. So, hier ist auf jeden Fall kein Baumeister mehr, aber ich muss mal schnell schauen... wenn der da hinten jetzt tatsächlich baut, nicht, dass die Skelette den, eieiei, das wird aber gefährlich, wenn ich da jetzt rangehe. Zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Rüstung. Wenn die alle drei, aua, ah, auf mich schießen. Au, ah, oh, verdammtes Skelett, au. Das ist, ah, schlecht, schlecht. Ah, oh, nee. Es weckt mit euch. So. So eine Action hier. Direkt am Anfang. Ey, was machst du denn da? Okay. Okay, er hat da was reingepackt und dann ist es weggeplöppt. Komisch. Naja, was soll's. Scheinbar passt das ja trotzdem jetzt. So, wo ist denn der Baumeister eigentlich schon wieder? Ich brauche den Baumeister. Der soll mal hier die, den Bäcker fertigstellen. Wie sieht's denn mal aus? Wo krebst der denn schon wieder rum? Er ist doch bestimmt schon wieder irgendwo... Hat er sich doch schon wieder verfangen. Ah, aha. Ja, das übliche Problem. Hier muss ich mal noch irgendwie... Ach, stimmt, der will da hochlaufen. Okay, er will da hochlaufen, aber er ist zu... naja, das kann man jetzt sehen, wie man es will. Oder nennen, wie man es will. So, kletter doch einfach hier die Lianen runter, du Dödelkopf. Ach, wie machen wir es denn hier am dümmsten? Muss ich hier mal so ein paar Stufen sozusagen machen. Am besten auch zwei rein. Sonst kriegt er das doch bei einer, nur einer, sorry, nicht auf die Reihe, dieser Typi. So. Ah ja. Ja, aber ich mache jetzt definitiv, da ist wieder ein Werkzeug kaputt gegangen. Ich mache jetzt definitiv hier noch eine zweite Reihe rein. Dann muss ich mir hier mal noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich mal einen Tunnel hier noch durch den Felsen, in dem er hochlaufen kann. Aber ich hoffe, so reicht das erstmal als Notlösung, dass er hier immer hoch und runter kann. Vielleicht mache ich hier noch ein paar Dreckblöcke hin, dass er nicht ständig schwimmen geht. So einfach, schnell, zack. Und dann sollte das auch passen, dass der sich hier nicht ständig immer verfängt. Ich glaube, ich gehe mal schnell ins Schiff und werde mal ein paar von den gesammelten Ressourcen beiseite packen. Vielleicht mal schnell schauen, dass ich noch das eine oder andere in meinem Tisch, meinem Enchantment Table, nee, nicht Enchantment Table, meinem Alchemie-Tisch sozusagen lernen kann. Ist ja einiges, was ich da jetzt aus dem Schloss erbeuten konnte. Schauen wir doch einfach mal. Dreck konnte der natürlich schon so. Was ist denn hier? Melon Seeds konnte er bestimmt noch nicht. Genau. Wolle konnte er natürlich schon. Federn, weiß ich nicht. Konnte er nicht. Okay. Knochen vielleicht noch. Tinte. Ja. Warum eigentlich nicht die Dinger? Weiß ich nicht. Bücher. Alles klar. Papier. Auch nicht schlecht. Gold Nuggets. Die Währung hier wahrscheinlich. Die habe ich ja aus der Zollstation... aus der vermeintlichen Zollstation rausholen können. So, ja gut, das Rotten Flash, weg damit, brauche ich bestimmt nicht wieder. Ansonsten, die wertvollen Schätze kann ich ja erstmal beiseite packen. Ach, da ist sogar auch noch Rotten Flash drin. Keine Ahnung, warum ich das irgendwann mal beiseite gepackt habe. So, aber alles, was ich nicht brauche, kommt jetzt erstmal
hier rein, weil ich habe wieder wichtige Dinge vor. Ich sehe schon, da ist wenigstens ein bisschen Gravel drin. Das Gravel werde ich mir auch definitiv gleich da rausnehmen, weil ich werde mir ein bisschen mehr Gravel machen. Ich werde mich dann heute mal darum kümmern, dass die Peoples hier ein bisschen Straßen bekommen. Nehme ich direkt mal ein bisschen mehr Gravel mit. So, das sollte aber erstmal reichen. Zack, statt Dirt erstmal Gravel. Denn ich habe nochmal in der Konfigurationsdatei von Mine Colony nachgeschaut und standardmäßig scheint tatsächlich auch Gravel schon eingestellt zu sein als ja, die Straßen-Block-ID sozusagen. Man kann da ja eine Block-ID definieren. Oh, er braucht irgendwas, glaube ich. Wood. Okay, und wieder zurück. Hätte ich ja auch gleich dran denken können. Hm. Ja, wie gesagt, man kann die Block-ID für Straßen, die die dann benutzen, einstellen. Hallo Zombie, wo auch immer du bist. Und das wird dann von den Kolonisten als Straße genutzt. Genialerweise. So, Wood, 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 Wood. Be nice. So, direkt wieder 4 Stacks. Oh, das war aber teuer. Egal. Ich habe ja zum Glück einige Schätze noch gebunkert. Da kann ich definitiv in nächster Zeit auch zur Not wieder mir ein bisschen EMC aus meinem Tisch rausziehen, um weiter den Baumeister bei seinen Bauvorhaben unterstützen zu können. Ach ja, sobald die wichtigsten Gebäude erstmal stehen, werde ich dann auch dieses Gebäude hier, das vom Baumeister, umsetzen, dass er sozusagen nicht immer, ja, in diese Ruine, könnte man ja schon fast sagen, zurückkehren muss, sondern, ja, dass das hier alles gescheit seinen Gang geht. So, wie sieht's denn aus? Ach ja, tatsächlich, da hinten entsteht der Bäcker jetzt. Das ist ja wunderbar, so. Oh, ja, ja, ist schon recht. Und während ich jetzt hier die Wege mache, kann ich ja jetzt... ich glaube, hier fangen die Häuser an, also bringt's nichts, hier so Weg zu machen. Da warte ich erstmal, bis ich die Häuser weiter ausgebaut habe, weil wenn ich hier jetzt Gravelblöcke setze, werden die sicherlich immer vom Baumeister wieder ersetzt, sobald er dann das Haus weiter ausbaut. Aber ich buddel jetzt hier erstmal ein bisschen rum. Für Wege, für Straßen, für die Kolonie. Ach so, ja, da kann ich das ja einfach hier dann oberirdisch, nee, wie auch immer, machen. Sowieso, Straßen sind meistens oberirdisch. Ja, es sei denn, es ist ein Tunnel. Naja, aber während ich jetzt hier einfach diese sensationell spektakuläre Arbeit mache, kann ich ja ein bisschen auf eure Fragen, auf eure Comments eingehen. Ist ja klar, habe ich ja leider noch gar nichts zugesagt in der Folge. Aber das werde ich jetzt natürlich sofort nachholen und anfangen. In der letzten Folge wäre mir fast was rausgerutscht. Tree Loot für König Dera. Es ist manchmal gar nicht so leicht, mit dieser Schizophrenie umzugehen. Es ist natürlich klar, hier jetzt ich, der Dera, in echt, wie ich vorm PC sitze und das Let's Play aufnehme, weiß natürlich mehr, als ich in-game vorgebe zu wissen. Das ist so eine gewisse Schizophrenie. Natürlich weiß ich einiges mehr, während ich hier zocke, als ich hier in-game vorgebe zu wissen. Aber gut, das ist halt Teil des Spiels. Ein bisschen Rollenspiel ist doch nicht verkehrt. Ein bisschen Rollenspiel muss einfach sein. Es macht doch auch mal Spaß. Und ich habe nun mal eine komische Zeitreise hinter mir, bin in dieser verrückten Welt gelandet und muss nun das Beste draus machen. So, okay, das wäre schon mal gemacht, dieser Weg. Der Bäcker ist so gut wie fertig. Sehr schön, wie ihr seht, eine Windmühle. Schickes Teil. Wird vor allem noch wesentlich schicker, wenn man dann das Ganze noch weiter upgradet. Ich habe sogar mal überlegt, es gibt ja in einigen Mods so Windgeneratoren, die Energie durch Wind liefern, ob man da nicht einfach mal sozusagen hergeht und dann sozusagen in die Windmühle so einen Windenergiegenerator integriert. Keine Ahnung. Muss man einfach mal schauen, ob das mit irgendwas möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob Red Power was jetzt hier dabei ist. Nee, was habe ich denn hier überhaupt? Power, ich muss mal echt, ich weiß schon selber nicht mehr, was ich hier für Mods außer Mine Colony drin habe. Ich glaube, ich muss mal
ein bisschen schauen, dass ich mal auch ein paar von den anderen Mods jetzt ein bisschen aktiver nutze und ein bisschen mal was mit anderen Mods baue oder so. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. In der nächsten Folge mache ich dann vielleicht mal irgendwas mit einem der anderen Mods sozusagen einfach. Und da schauen wir doch dann mal, wie es dann weitergeht. Ob ich da nicht irgendwelche lustigen Maschinchen nicht auch hier integrieren kann. So, aber erstmal die wichtigen Dinge zuerst. Eine Straße für meine Kolonie hier, dass die Leute auch wissen, wo sie langlaufen müssen, dass sie wissen, wo es lang geht und nicht ständig hier wirr und irre durch die Gegend dackeln, sage ich mal. Und es wird schon wieder Nacht. Der Himmel verfinstert sich schon wieder. Aber das mache ich hier eben noch schnell fertig, das Stückchen Straße, bevor ich mich dann wieder verkrieche. Ups. So, eins noch, zack. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schnell, schnell in irgendein verfügbares Bett. Schnell hier zum Beispiel in den Turm. Wobei, es nimmt sich nicht viel. Ob ich jetzt hier wie ein Irrer da im Schloss die Leitern hochrenne oder was auch immer, Treppen meine ich, wie dem auch sei. Eure Comments, ja. Die Barracks sollen wohl mit Mein Kolonie für 1.3.2 behoben sein werden. Wie dem auch sei. Das Problem ist, ich schaue immer nur auf der offiziellen Minecraft-Seite. Nee, nicht Minecraft, Mein Colony-Seite so. Und da habe ich absolut noch keine Version für. Was? Monsters nearby? Auf dem Dach bestimmt. Oh, oh, oh. Oh. Hallo? Ah, shit! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, hier kann aber nicht spawnen. Wie machen wir es denn dann am dümmsten? Schauen wir mal, ob ich den hier oben mit dem Bogen kriege. Ah, hier komme ich nicht. Ah, ha, blöd. Dann muss ich hier mal was kaputt machen. Da habe ich noch eine Axt. Ah ja, Stone Axe besser als nichts. Ja, das ist ja. Hello, der Creeper auf dem Dach. Na, wie schaut's aus? Zip und tschüss. So, und dann kann ich jetzt hoffentlich schlafen. Ah, oh, Mist, ich wollte ja eigentlich das Klo reparieren in dieser Folge, fällt mir ein. Naja, was soll's. Jedenfalls, ich habe noch keine Version von Mine Colony für 1.3.2 gefunden. Von daher kann ich auch nicht wissen, ob die Barracks jetzt behoben sind. Ein anderer Kommentar hat gesagt, bei demjenigen hat es funktioniert. Ich soll es einfach nochmal machen. Nee, einfach nochmal werde ich es nicht machen. Dann raucht mir die Welt wieder ab und keine Ahnung, ist wieder riesen Action und ich kann alles wieder von vorne machen. Eine komplette Folge. Also so auf gut Glück werde ich es jetzt definitiv nicht probieren. Ich warte dann wahrscheinlich auf 1.3.2 oder was auch immer. Schauen wir einfach mal. So, Creeper-Loot abgeholt und dann geht's auch schon weiter. Es wurde gefragt, wo die Musik vom Intro her ist. Ach, hier, diese riesenfreie Fläche, da könnte ich mal noch was hinbauen. Naja. Ja, wo die Musik vom Intro her ist, das kann ich euch sagen. Die Musik vom Intro gibt's nur hier auf Deras Channel, nur hier bei Mine Colony, weil diese Musik ist vom Kobold gemacht. Für extra für Mine Colony, extra für mich, für das Intro. Also, ja. Deswegen an der Stelle nochmal natürlich tausend Dank an den Kobold, der so lieb war, die Musik extra für das Intro zu machen. Ich hatte halt so einen Plan, so ein bisschen, wie es klingen soll. Hab dann ja selber was probiert in irgendeinem Intro. Ich glaube, Part 1 oder 2 oder irgendwas gab es auch nochmal, gab es einmal meine eigene Musik, die ich mir irgendwie mal versucht habe zurechtzustückeln. Aber ich bin, was das angeht, leider nicht ganz so versiert wie der Kobold. Und so habe ich ihn dann quasi gebeten, habe ihm meine Vorstellungen geschildert, wie es denn klingen sollte. Und er hat dann ratzefatze diese wunderbare Melodie zusammengebastelt. Und sie ist doch einfach sensationell gut geworden, wie ich finde. Und ja, deswegen einfach nochmal tausend Dank an den Kobold. Und ihr wisst Bescheid, also der Kobold ist der Mine Colony Intro Komponist sozusagen. Sensationell, nöch? Wie ich finde. So, dann geht's hier mal ein bisschen runter mit dem Weg. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ah! Hallo? Hallo?
Einträchtig stehen sie da beieinander. Ich glaub, es geht los. Oh Mann. Fehlt ja nur noch, dass der Farmer auch noch auf mich losgeht. Oi, oi, oi. Hier ist was los. Leute, Leute, Leute. So. Genau. So, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau. Ich wollte doch eigentlich die Schlosserkundung beenden, wurde gesagt. Habe ich das nicht? Also, soweit ist ja alles erkundet gewesen in der letzten Folge. Ich wüsste gerade spontan nicht mehr, wo ich nicht war. Also sollte ich irgendeinen Raum vergessen haben, einfach nochmal einen Comment schreiben, wo ich nochmal hingucken soll. Dann werde ich dann natürlich das Ganze nachholen und nochmal hinschauen. Auf jeden Fall werde ich das tun. So, dann geht's hier vielleicht einfach da, so. Genau. Ja. Und dann weiter mit dem Weg. Dann geht's hier runter. Ups, nee, runter habe ich gesagt. So. Ah, dann wird das doch alles immer schöner, toller und besser. Ich bin begeistert. Dann kommen hier einfach mal noch die Blöcke weg und dann kann ich hier vor den Eingang noch ein bisschen Weg hin machen. Ich denke mal, hier wird es dann zwar, wenn das Gebäude ausgebaut wird, wieder was entfernen, aber was soll's. So, erstmal hingesetzt, dass ich hier überhaupt eine Peilung habe, wie der Weg denn verlaufen soll. So wird der Weg verlaufen. Was kann ich noch sagen? Ach so, es wurde gebeten um die Map zum Download. Also ich sag mal so, so einfach kriegt ihr mich nicht. Noch gibt's die Map nicht zum Download. Vielleicht wieder so als kleiner Grund zum Feiern zu einem Mini-Jubiläum. Vielleicht, wenn Folge 20 dann erscheint oder so, werde ich mal den aktuellen Stand der Map zum Download freigeben und dann den Download alle 10 Folgen oder so aktualisieren. Genauso wie bei Zauberei und Maschinen. Da ist es ja schon so weit, dass da die Map zum Download zur Verfügung steht. Und ja, es steht dann da sogar bald die Episode 60 an. Sprich, ich werde den Download dann natürlich auch zu Part 60 aktualisieren, sodass auch die Welt aktuell bleibt und ihr den aktuellsten Stand immer mal alle 10 Folgen spielen könnt. Gut, Minecolony erscheint nicht ganz so häufig wie Zauberei und Maschinen. Vielleicht mache ich es dann alle 5 Folgen oder so. Plus jede Folge updaten wäre ja auch irgendwie Quatsch. Ich weiß ja auch nicht. Das macht auch nicht so viel Sinn in meinen Augen. So, dann geht es hier noch weiter zu den, was ist es? Holzfällern, genau. Ach, heute ist ja ganz verrückt. Eins wollte ich noch sagen, oder eins wurde noch gefragt. Es wurde gefragt, ob das Schloss aus Mine Colony ist. Nein, das Schloss ist nicht aus Mine Colony. Natürlich habe ich es noch nicht gebaut. Am besten, du schaust dir natürlich alle bisherigen Folgen nochmal an, dann siehst du das auch. Oh, er braucht eine Axt. Dann werde ich mich in der nächsten Folge definitiv mal noch um Werkzeuge kümmern müssen auch. Genau. Aber zurück nochmal zum Thema. Das Schloss, um herauszufinden, wo das Schloss her ist, solltest du vielleicht mal noch mal ein bisschen im Kanal stöbern. Ich meine explizit Let's Play Tale of Kingdoms. Wenn du es dir nicht komplett alle 20 Folgen angucken möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall Let's Play Tale of Kingdoms Part 20 hier auf Deras Channel anschauen. Da wirst du dann erfahren, wo denn das Schloss her ist überhaupt. Genau. Das sollte des Rätsels Lösung bieten. Okay, aber bevor ich mich hier jetzt weiter mit dieser mit dieser unspektakulären Straßenbauaktion weiter hier beschäftige, ich würde sagen, da mache ich dann in der nächsten Folge weiter, wenn ich mich dann auch um ein paar Werkzeuge kümmere und vielleicht wieder ein paar Comments mehr zum Beantworten habe, denn damit bin ich jetzt durch. Würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Wünsche euch natürlich viel Spaß mit den anderen täglichen Uploads. Einen wunderschönen Tag und bis demnächst hier bei Straßenbauarbeiten leicht gemacht. Tschö!